Herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Podcasts der Gesellschaft für Arbeitsmethodik. Gut zu wissen. Mein Name ist GFA Ghost, die aktuelle Stimme dieses Podcasts. Unser heutiges Thema: Eye-Tracking, seine Bedeutung für das Online-Marketing. Für Experten im Online-Marketing ist es besonders interessant zu wissen, wie ein User sich bei seinem Besuch auf der Webseite verhält. Wohin wandert der Blick zuerst? Welche Elemente auf der Webseite stechen zuerst ins Auge? Wie wird auf der Seite navigiert und wo verliert man im Zweifel die Aufmerksamkeit und somit eine potenzielle Conversion? In den letzten Jahren wurden zahlreiche Methoden und Werkzeuge entwickelt, mit denen nachvollzogen werden kann, wie ein Besucher mit einer Seite im Internet interagiert. Manche dieser Programme erlauben es sogar, im Live-Betrieb zuzusehen, wie sich die Maus eines Besuchers bewegt. Mit dem Eye-Tracking geht man in diesem Bereich noch eine Stufe weiter. Anstatt einfach nur aus der Ferne zu beobachten, wie sich ein Besucher verhält, kann man seinen Besuch quasi aus den Augen heraus beobachten. Die Rede ist natürlich vom Eye-Tracking und den vielen Optionen für Analyse und Optimierung auf den eigenen Seiten. Was genau versteht man unter Eye-Tracking? Wer eine tolle Webseite oder einen herausragenden Shop mit guten Produkten aufgebaut hat, hat in der Regel die verschiedensten Daten- und Analyse-Tools genutzt. Es geht dabei um die richtige Platzierung des Contents, um die Anordnung von visuellen Reizpunkten und natürlich die generelle Benutzererfahrung, die ein menschlicher Besucher auf der Seite hat. Während man sich bisher meistens auf Daten aus der Klickanalyse verlassen hat, geht das Eye-Tracking einen deutlichen Schritt weiter und ermittelt mit der Hilfe modernster Technik, wie sich die Menschen wirklich auf einer Seite bewegen. Das Eye-Tracking nutzt die Möglichkeit, eine Analyse von Menschen durchführen zu lassen. Für diesen Zweck werden etwa Programme mit einer Webcam oder mit externen Tools samt Infrarot verbunden. Der Besucher wird nun auf die Webseite, den Newsletter oder ein anderes Medium geführt. Dabei werden unterschiedliche Aspekte der Augenbewegungen genau erfasst. Wo wandert der Blick zuerst hin? Welche Elemente werden von einem Besucher zuerst wahrgenommen und stehen daher unmittelbar im Fokus? Innerhalb der nächsten Sekunden: Welche Elemente werden genauer betrachtet? Ist der Content interessant oder wird direkt in der Navigation nach bekannten Steuerelementen gesucht? Gibt es Bereiche auf der Webseite, zu dem der Blick immer wieder wandert, beispielsweise, weil sie neugierig machen oder auch ablenkend sein können? Besonders im Hinblick auf die Nutzerfreundlichkeit und das sogenannte UX-Design, also die Nutzererfahrung, können auf diese Weise die verschiedensten Daten gesammelt werden. In der Regel werden solche Tests mit verschiedenen Personen durchgeführt, da unterschiedliche Menschen auch auf unterschiedliche Reize reagieren können. Am Ende gibt es in der Regel eine Heatmap und daraus resultierend eine Vielzahl von Daten, mit denen man bei der Optimierung von Inhalten und Design arbeiten kann. Solche Eye-Tracking-Verfahren lassen sich entweder von professionellen Agenturen durchführen oder inzwischen mit der richtigen Software auch einfach im Büro. Methoden und Ziele von modernem Eye-Tracking im Überblick. Es gibt ganz unterschiedliche Ansätze, Werkzeuge und Gründe, warum das Eye-Tracking eine interessante neue Form der Analyse darstellt. Vor allem ist sie aber ein ergänzendes Feature. Inzwischen haben die meisten Unternehmen dank moderner Analyseprogramme eine Vielzahl von Daten, die ihnen eine Menge über ihre Besucher, ihre Intentionen, eventuelle Fehler, aber auch Möglichkeiten sagen. Zusammen mit dem Eye-Tracking ergibt sich aber in der Regel ein deutlich genaueres Bild davon, wo die potenziellen Spielräume zur Verbesserung liegen. Ein Beispiel für die Werkzeuge, die mit dem Eye-Tracking verbunden sind, ist die sogenannte Heatmap. Sie zeigt, in welchen Bereichen sich die Augen der Besucher besonders häufig bewegen und wo natürlich nicht. Die Regel sollte es sein, dass die Bereiche im Zentrum stehen, die entweder den Content darstellen oder zu einer Conversion einladen. Ist das nicht der Fall und sind genau diese Elemente nicht im deutlichsten Bereich der Heatmap, sind schon die ersten Probleme sichtbar. Die Opacity Map ist die Gegenprobe. Anhand der Daten lässt sich sehen, welche Bereiche einer Seite besonders wenig Aufmerksamkeit bekommen. Das gilt sowohl für die ersten Impulse einer Betrachtung als auch der möglichen Dauer, mit der diese Bereiche angesehen werden. Auch hier ist es natürlich ein Problem,
wenn diese Bereiche besonders in der Navigation, den Call-to-Action-Bereichen oder dem Content zu finden sind. Das würde nämlich heißen, dass der Besucher von Bereichen abgelenkt wird, die eigentlich nicht wirklich wichtig und somit nicht zielführend für seinen Besuch sind. Besonders interessant ist auch die Gaze-Plots. Es sind einzelne Beispiele für Blickverläufe. So lässt sich nicht nur sehen, was ein Besucher zuerst wahrnimmt, sondern auch, ob sein Blickfeld irgendwann dahin wandert, wo man es gerne haben möchte. Aus diesen Daten werden die Areas of Interest. Nun muss man natürlich als Designer und als Inhaber einer Webseite feststellen, ob die Areas of Interest der Besucher mit denen übereinstimmen, die man im Design vorgesehen hat. Ansonsten muss bei einzelnen Elementen nachgearbeitet werden. In der Regel sind es vor allem ablenkende Elemente wie Werbung, sich bewegende Buttons oder unpassende Farben, die hier zu einem Problem werden können. Conversion Rates und Eye-Tracking, warum es so nützlich für Unternehmen sein kann. Der eigentliche Grund dahinter, sich mit dem Thema Eye-Tracking zu beschäftigen, liegt natürlich in der Optimierung für die Conversions auf der eigenen Seite. Seit Jahren werden die unterschiedlichsten Daten genutzt, um zu verstehen, was die Besucher auf einer Seite wollen und wie man sie dazu bekommt, ein Produkt in den Warenkorb zu legen und auch zu kaufen oder ein Kontaktformular zu bedienen. Wo die Daten aus Analytics oder aus eigenen Studien an ihre Grenzen stoßen, soll das Eye-Tracking noch eine weitere Komponente liefern. Aber wie gut ist der Ansatz wirklich, wenn es um eine Conversion-Optimierung geht? Letztlich ist das Eye-Tracking ein weiteres Puzzleteil bei der Conversion-Optimierung. Da man mit den Daten aus Analytics und anderen externen Diensten bereits viel darüber weiß, wie man Besucher auf die eigene Seite bringt, geht es jetzt darum, dass sie bei dem Besuch der Seite wieder an die Hand genommen werden. Das erreicht man durch gutes UX-Design und genau hier ist das Eye-Tracking das wohl mächtigste Werkzeug für die Analyse. Dabei stehen vor allem die folgenden Punkte im Vordergrund. Findet der Besucher schnell die Informationen, die er haben möchte und gleichzeitig finden soll? Sind die Inhalte so aufgebaut, dass es keine Ablenkungen gibt? Werden die Elemente, die zu einer Conversion führen, prominent wahrgenommen? Und schließlich, hat der Besucher eine gute Erfahrung auf der eigenen Seite? Der Punkt mit der Analyse mittels Eye-Tracking ist nämlich nicht alleine der Umstand, dass sich auf diese Weise Conversions optimieren lassen. Es geht dabei, und eigentlich in der Suchmaschinenoptimierung, inzwischen verstärkt um die User Experience. Die kann im Hinblick auf das Design mit dem Eye-Tracking auf eine Weise verfolgt werden, die kein anderes Werkzeug bietet. Für die Conversion-Optimierung ist es ein letzter und entscheidender Schritt, der die Daten komplett machen sollte. Lohnt sich ein Eye-Tracking für die eigene Webseite? Letztlich lohnt sich das Eye-Tracking als ein letzter Schritt in den Bemühungen für eine bessere Webseite. Aus den Erkenntnissen der bisherigen Daten baut man ein Design auf, das den Ansprüchen an User Experience genügt und das alle wichtigen Punkte bei der Conversion-Optimierung berücksichtigt. Das Eye-Tracking ist mit Fertigstellung des Designs eine Möglichkeit zu prüfen, ob die Theorie am Ende auch für die praktischen Besucher funktioniert. Da zudem die Möglichkeiten in diesem Bereich inzwischen erschwinglich sind, braucht es keine ganze Agentur mehr, die so etwas für einen übernimmt. Es reichen schon eigene Freunde, Kollegen und Mitarbeiter mit einer Webcam. Dabei sollte man bei allen Bemühungen hinsichtlich Conversion-Optimierung auch in diesem Fall nicht vergessen, dass Webseiten vor allem für menschliche Besucher gebaut werden. Eine gute User-Experience sollte stets im Hinterkopf behalten werden, auch wenn das bedeutet, dass man einmal auf eine konkrete Conversion-Optimierung verzichten muss. So viel für heute. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal.